Guten Nachmittag. Wie kann man YouTube-Kanäle unterscheiden? Ist es ein guter oder ein böser Kanal? Ich nehme es mal schon ein kleines bisschen vorweg. Wenn Werbung erlaubt ist, ist es ein guter Kanal. Und im anderen Fall, wenn Werbung nicht erlaubt ist, ist es ein böser Kanal, obwohl YouTube mittlerweile auch bei bösen Kanälen Zwangswerbung schaltet, so wie bei mir. Oder wie ich damals noch dachte oder was sich jetzt in den letzten paar Wochen gelegt hat, bei Boris Reitschuster, der wurde komplett, man sagt, entmonetarisiert, also der durfte keine Werbeeinnahmen haben, jetzt darf er sie wieder haben. Ich immer noch nicht. Was ist passiert? Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde Ihnen, das ist wie so ein kleiner geschichtlicher Verriss. Lehnen Sie sich zurück, schauen Sie einfach zu, es wird bestimmt auch ein bisschen lustig sein. Ich brauche Ihre Hilfe. Was mache ich falsch? Also, es war damals am 11.12.2020. Ich hatte vorher Kanalsperrungen, da war der ganze Kanal weg und so weiter, wegen neidischer Personen und so weiter. Nee, am 6. November 2020, und zwar eine Verwarnung wegen Verstoßes gegen Community-Richtlinien. Das war wirklich spannend. Ich komme gleich drauf, was die da alles wollen und was sogar alles verboten ist. Aber wie auch immer. Da steht dann, du wirst nur einmal verwarnt und die Verwarnung wird in deinem Kanal dauerhaft vermerkt. Ja, vermerkt. Aber die hebt sich auch wieder auf. Ich zeige gleich, um welches Video es ging. Und zwar, wo sind die Kranken? Die gesetzliche Krankenversicherung weiß es. Das ging damals eben um diese Krankenstände. Und ich habe lediglich zitiert. Aber gut, okay, das hat dem System nicht gepasst. Nebenbei, ja, nochmal, woher habe ich das? Aus YouTube-Richtlinien. Nach einer Woche werden alle Funktionen, also dass man wieder YouTubes erstellen kann, hochladen kann und so weiter, nach einer Woche werden alle Funktionen automatisch wieder für dich aktiviert. Das war damals auch so. Die Verwarnung deines Kanals bleibt aber 90 Tage lang bestehen. Ja, bloß, bei mir sieht es anders aus, ne? Ich habe hier eine Beschwerde eingelegt, die wurde am 11.12. abgelehnt. Ich habe das dann später nochmal probiert. Ich muss sagen, ich will ja auch die paar Quietscher haben, dass ich meine Zigaretten bezahlen kann. Viel mehr kommt da jetzt nicht raus. Wirklich. Also es ist lächerlich. Aber Mensch, Herrgott, nochmal. Da machen andere ein paar Zigtausende, also bis Zigtausende im Monat und das noch nicht mal bei großen Kanälen. Da will ich doch wenigstens meine 100 Euro im Monat haben. Na gut, nein. Ist gar nicht so wichtig, aber mir kam wirklich da beim Betrachten verschiedener Kanäle, kam mir dann so in den Sinn, ey, irgendwas stimmt hier nicht insgesamt. Vielleicht mache ich ja was falsch und auf geht's. Ja, zu den Community-Richtlinien gehört auch, da habe ich dann auch nachgeguckt, übrigens Behauptungen, dass es sich bei Schutzimpfungen jeglicher Art um eine garantiert wirksame Methode zur Prävention von Covid-19 handelt. Na was denn nun? Ich denke, die Dinger, die waren so gut. Okay, und Leugnung und so weiter, ein riesiger Katalog. Aber ich stehe da nicht mit drin, sondern ich habe lediglich die Krankenkassen zitiert. Aber naja, gut. Liegt das vielleicht daran, dass ich, das war am 30.07.2017, 16, 17, 18, 17, da habe ich, weil mich das geärgert hat, habe ich mal mit einem Versuch angefangen und habe ein erschreckendes Ergebnis bekommen. Und zwar, CO2 lässt ganz normal die Wärme durch. Ja, es gibt kleine Absorptionsbande, vollkommen egal, unwichtig. Ich habe es jedenfalls gezeigt in Versuchen. Oder ich habe mir einen Ozongenerator selber mal schnell gebaut, aus ein paar Teilen, war relativ billig und auch, also daran wird es dann nicht hoffentlich nicht gelegen haben. Oder dieses Video, das wurde natürlich dann ganz schnell rausgeschmissen, das wurde über 350.000 Mal geklickt, gleich in der Anfangszeit. Dr. Wolfgang Wodarg, der Lungenarzt, der hat uns damals alle beruhigt. Und ich habe damals noch sehr vorsichtig geschrieben, ja, und wer keine Ahnung hat, der soll den Mund halten. Also ich habe damals auch geschrieben und habe auch gesagt, Leute, cool bleiben. Was der Doktor da sagt, es ist wirklich logisch und das widerspricht nicht dem gesunden Menschenverstand. Dann liegt es vielleicht auch an den Sportvideos, als wir nämlich die Schutztruppe vorbereitet haben. Was tun bei einer Demonstration? Zum Beispiel nicht einen Arm verdrehen lassen oder ach, alle möglichen Ratschläge, was man noch alles machen sollte oder Abwehrmaßnahmen und so weiter. Ja, dann fing das an, dann wurden Videos bei mir immer wieder gelöscht und so weiter. Ne, kann man nicht und. Und zwar habe ich wieder bloß zitiert, keine Übersterblichkeit wegen Corona. Aber ja, die Corona-Richtlinien lassen es ja nicht zu. Ja, gut. Also das hat aber die Bild-Zeitung gesagt. Na gut.
Oder die Fakten zu den zur Demo in Berlin am 29.08., wo wir damals mit der Schutztruppe waren. Ne? Und auch mein Dank an die echten Männer. Ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen. Es kamen von den 200 Angesagten nur insgesamt 7 zusammen. Dann hatten wir allerdings 120 wieder schnell dabei. Oder die anonymen Anti-Corona-Flyer landenden Briefkästen, schrieb der Schwarzwälder Bote. Das war Infostrich K. Wunderbar, funktioniert. Ich habe ja auch böse Briefe bekommen. Oder ich habe auch gesagt, Leute, macht was, aber nicht so. Ne? Da haben Leute sogar auf die Parkbänke geschrieben. Info-k.de. Also es ging immer weiter. Oder, hurra, die Grippe ist tot. Ne? Hier, weg war sie. Liegt es vielleicht daran? Also viele der Videos gibt es schon gar nicht mehr. Und das war dieses ganz berühmte Video, wo sind die Kranken? Ja, die GKV, die weiß es. Es ist alles okay. Und das hat mir damals diesen Strike, sagt man auch, eingebracht. Und wo ich dann, seitdem keinerlei Werbung mehr machen darf. Naja gut, wie gesagt, ich sterbe nicht dran, aber es ärgert mich. Einfach der Gleichbehandlung wegen. Gut, dieses Video also. So, das hatte ich dann nochmal thematisiert. Ne? Nochmal das gleiche Video, aber da haben sie uns Info-K auch noch gesperrt. Bis wir es wieder frei hatten, hat es eine Weile gedauert. Den Wahnsinn auf Dauer beenden. Gibt es nur ein Rezept, solide Bildung, dann fallen die Leute nicht so viel drauf herein, gründet viele solide Schulen. Damals war richtig die Hölle los. Ich hatte sehr viel zu tun mit Anfragen und so weiter. Was ich auch im Buch thematisiert habe, damit ich das nicht mehr andauernd machen muss. Oder, ja, damals gab es dann wieder ein paar Streichungen von Videos und so weiter und so fort wegen kontroversen Themen oder möglichen schädlichen Auswirkungen auf die armen Zuseher und so weiter. Oder ich schrieb, hurra, der Impfstoff ist da, ne? Ist zu 90% Wirkung. Ich dachte, dann drehen wir mal die ganze Sache auf den Kopf, veralbern die ein bisschen. Vielleicht liegt es ja auch daran. Oder die Erlösung. Sieht aus, als wenn sie gestorben wäre. Ne? Nee, leider war sie nicht. leider hatte ich da was Falsches angenommen. Also ich entschuldige mich dafür, dass ich was Falsches annahm wegen dieses Bildes. Naja. Genauso wie T-Online mal schrieb, ja, mit steigendem Bildungsniveau sinkt die Angst vor Corona. Das haben die wirklich tatsächlich geschrieben. Ja, gut. Oder war es vielleicht dieses Video? Ich habe natürlich mit dem CO2-Kram, da konnte ich natürlich nicht an mir halten und habe natürlich dann auch mal zu Energieerhaltungssätzen und CO2-Ausstoß mal ein paar physikalische Hintergründe gezeigt. Aber nee. Wir haben den Bund für Geistesfreiheit für Celle gegründet am 2.12.2020. Liegt vielleicht daran, Bund für Geistesfreiheit, einfach mal gucken, lohnt sich vielleicht. Oder liegt es daran, dass ich gesagt habe, Leute, keine Angst vor Krebs. Krebspatienten können mit DL-Methadon nur gewinnen. Hier, Frau Dr. Friesen aus der Wissenschaft. Eine wunderschöne Nachricht. Und es dauerte nicht lange, dann hat es mich erwischt. Und ich habe mich dann wieder gemeldet, wie das alles mal begann, bei meinem Schulfreund und Freund. Und bei mir auch, ne? Das war dann ein Monat Ausfall. Oder warum impfen Ärzte? Weil sie ein wahnsinniges Honorar bekommen. Vielleicht daran liegt das? Liegt das an solchen Videos? Könnte auch sein. Oder ich habe einfach gesagt, was ist Hypnose? Bleiben wir doch mal cool. Was ist denn Hypnose wirklich? Ist es so schlimm? Oder einfach mal ein Video reingestellt, nur mal für euch zur Freude, Hits der 70er und 80er auf dem Saxophon gespielt. Einfach mal so, Gleichgesinnte waren wir unter uns. Da gibt es ein ganzes Restaurant voller Gleichgesinnte. Es ist wunderbar. Es sind schöne Abende. Oder ist es vielleicht dieses Video gewesen, wo mich dann dieser komische Wolfi da versucht hat anzupfeifen? Das Arktiseis schmilzt, na und? Keine Angst. Das ist physikalisch ganz leicht zu erklären. Ich habe dann auch einen Versuch gemacht, aber naja. Oder geht es vielleicht darum, dass ich für auf 1 Werbung gemacht habe? Oder ist es vielleicht so falsch, dass ich eine Frage stelle, warum sollte 60 plus zuerst geimpft werden. Was schrieb da jemand? Wieso sollen die zuerst umgebracht werden? Habe ich doch gar nicht gesagt. Aber was die Leute einem alles so hineininterpretieren. Oder ich wurde als Faschist bezeichnet. Lehrer Maffe. Was ist denn das? Und ich habe das dann als Nachtrag reingenommen, weil ich bemerkt hatte, die Nachträge, einerseits ergänzen das Buch, andererseits sind die Nachträge auch dafür da, um die Werbung zu unterbinden. Oder ich habe mal gewarnt, ja, gewarnt, vor einer ganz üblen Verschwörung. Sehr beachtet das Video.
Oder ich habe mal was aus dem Netz gefunden und aufgegriffen. Deutschland den Falschen, Deutsche sollen raus. Oder solche Sprüche gab es da mal, oder nicht? Oder welche Farbe haben diese Schädlinge? Naja, grün. Und was tut man gegen solche Schädlinge? Naja, gut. Oder auch das habe ich im Netz gefunden. CO2 ist gefährlich, denn alle, die gestorben sind, haben schon mal CO2 ausgeatmet. Meine Damen und Herren, woran liegt's? Ich brauche bitte Hilfe. Jetzt habe ich 10 Minuten einen ganz kleinen Verriss gemacht. Nebenbei gibt es noch 1300 Mathe- und Physikvideos und ein bisschen vom Sport. Irgendwas muss ich angestellt haben, dass ich absolut bei YouTube unten durch bin. Wie gesagt, alle Beschwerden, Einsprüche und, hat alles nicht geholfen, kriege ich bloß die Antwort, nee, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Und nichts gegen Herrn Reitschuster, ich achte den Mann, wunderbar. Und der darf wieder, was kann der, was ich nicht kann? Gut, bis zum nächsten Video. Ich wünsche alles Gute, wenn mir wieder was einfällt, auch zu Info-K, melde ich mich natürlich. Na dann. Gehen wir wieder ran, machen wir was, aber wir machen es gut. Also, tschüss, tschüss.